So, da finde ich, was steht da? Was? Was, da finde ich. Was? Da finde ich gut, dass ich Spätschicht habe. Hm? Frohes Neues noch, Flexi. Ja, Bastard, wünsche ich dir auch. Frohes Neues. Top-Mann bist du. Immer cool, deine Streams. Dankeschön. Ja, ja, immer cool. Ja, mein Gott. Ist nichts Besonderes. Ich sitze hier nur, spiele ein bisschen, quatsche ein bisschen. Ist nichts Weltbewegendes. Ne, aber danke fürs Kompliment. Vielen lieben Dank. Ich bin immer so bescheiden. Es ist so... Ja. Und ich war bei deinem 24-Stunden-Stream und 22-Stunden-Stream... 22... Was? Stunden? Mit bei und... Party. Ja. Oh, 24 Stunden war ich noch nicht hier, glaube ich. Nee, ich glaube nicht, Zeus. Ich glaube, 24 Stunden war es noch nicht hier. Aber wie gesagt, falls ihr es verpasst habt oder falls ihr es nochmal gucken möchtet, schaut auf YouTube vorbei, wie gesagt, die Folgen. Es sind mir, glaube ich, zwei bis vier Folgen, glaube ich, kaputt gegangen, die ich nicht mehr retten konnte. Aber ansonsten sind fast alle Folgen vom 24-Stunden-Stream online. Die könnt ihr gucken. Die gehen alle so um die, na, ich sag mal so, 20 bis 30 Minuten. So im Schnitt. Also kann man gut, also wenn man die Playlist anfängt, kann man gut sagen, komm, ich gucke heute mal an dem Abend vielleicht mal so ein bis drei Folgen und am nächsten Tag gucken wir wieder weiter. Also... Ich weiß nicht mal, wie viele Folgen es geworden sind. Kann ich dir gar nicht sagen. Na? Auf jeden Fall definitiv lohnt es sich, weil da sind echt Sachen dabei. Also, da habe ich mir auch echt Mühe gegeben. Vor allen Dingen, ich sag nur Folge 30. Anna hat Popo gesagt. Das ist eine Folge, an die wirst du dich immer wieder dran erinnern, wenn du die guckst. Glaub mir das. So. Bringst du es immer cool rüber? Das muss mal gesagt werden. Nein, ach Quatsch. Das kann, das ist doch. Das ist doch, hallo? Wenn wir schon gerade so beim Thema sind mit hallo? Wenn wir gerade schon so beim Thema sind mit cool rüberbringen und so, wie gesagt, ich bin ja auch nur jemand, der hier spielt und Quatsch und tralala. Worauf wollte ich jetzt hinaus? Warte mal, worauf wollte ich denn jetzt gerade hinaus? Mit cool rüberbringen. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Verdammt, Mist. Ist mir das... Ach ja, doch, genau. Mich hatte mal jemand gefragt. Der hat auch den Stream gesehen und hatte mal gefragt, ey, wie hast du das gemacht so mit Streams, mit Zuschauern, dass du so viele Zuschauer immer hast und tralala, kannst du mir da Tipps geben und so und ich würde auch gerne so viele Zuschauer haben und so. Und ich habe zu ihm einfach gesagt, ich sag, pass auf, ich sag, sei einfach so wie du bist. Hab ich gesagt, übertreib's nicht, ne, mach keine, warte mal, wo ist der Ausgang? Hier. Mach keine Show. Also mach nicht so eine große Show drum. So, wo du dann wirklich so irgendwie, keine Ahnung, so... Boah, krass, wow, boah, voll die Mega-Explosion und hua und hast du nicht gesehen, sondern sei einfach so, wie du bist und fertig. Dann werde ich die Leute auch lieben dafür. Ne, vielleicht einige nicht, vielleicht einige mehr, vielleicht einige weniger. Hater hast du immer. Das ist so. Ne? Und, so bin ich auch. Und das können einige auch bestätigen, die mich privat schon kennen. Die einige Leute, die ja auch im Stream regelmäßig zusehen, die kennen mich auch privat und die auch von weiter weg kommen und die mich auch kennengelernt haben und die werden das, glaube ich, bestätigen, dass ich mich da nicht großartig verstelle. Das ist so. Und Horrorspiele ist so, da verstelle ich mich auch nicht. Ich habe da echt Schiss vor. Das ist so, also mein Kryptonit. Also Horrorfilme nicht so, also Horrorfilme kann ich gucken. Ja gut, Paranormal Activity, da habe ich so ein bisschen immer Schiss vor, wenn ich die Filme gucke. Also immer noch. Weil ich habe damals den ersten im Kino gesehen und oh Gott, der war fürchterlich. Aber so ansonsten, so Horrorfilme, so kann ich gucken. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt so wie beim Spiel... Spiel ist irgendwie so, weiß nicht, intensiver, finde ich. Na? Das ist so... Ja. Ja, oh ja, so ist es, wie es sagt, Sascha. Ja. Ja, privat ist dann genau so.
Ja. Ich brauche doch keine Bestätigung oder so für. Nicht jetzt, dass einer sagt, ne, ja, jetzt ruft er seine Freunde an oder schreibt es seine Freunde an. Ja, mal, der soll mal in den Chat schreiben hier, dass er genauso cool ist, so wie er sich im Stream gibt. Nein, es ist so, warum soll ich mich verstellen? Das bringt mir ja nichts. Ne, warum soll ich jetzt hier so angeberisch, boah, ich kann das Spiel voll gut und boah, ihr seid alle scheiße und ich bin gut. Warum? Ich sag mal, bringt mir ja gar nichts. Bringt mir nichts und ich sag mal, ich will ja auch gar nicht damit irgendwie Geld verdienen oder sonst irgendwas. Habe ich immer gesagt. Auch bei YouTube oder so. Ich spiele immer mit offenen Karten. Ich sag, warum soll ich damit Geld verdienen? Ich habe einen Job, ich liebe meinen Job, den ich mache. Klar, mir fehlt natürlich die Zeit. Ich würd gerne hier halt vielleicht ein bisschen mehr machen, was Videoaufnahmen angeht oder so, hier mit Spielen und so und tralala und Streams. Ich würde gerne noch öfter streamen, wenn es möglich wäre, aber die Zeit habe ich halt leider dafür nicht. Aber ich habe da, weiß nicht, klar wäre es toll, wenn man damit Geld verdienen könnte, aber ich glaube, dann hätte ich noch weniger Zeit für mich privat. Ich glaube, dann hätte ich weniger Zeit für mich privat zum Spielen. Ja gut, vielleicht, wenn man das alles unter einem Hut kriegen könnte, wie so einen normalen Job. Aber dann, glaube ich, würde so, glaube ich, dieses private Spielen, glaube ich, so ein bisschen verloren gehen. Klar wäre es vielleicht ganz toll, mal zu wissen, wie das so ist. Ne? Mal zu sehen, so jemanden vielleicht über die Schulter zu blicken, so der das privat so vielleicht damit Geld verdient. Ne, mal zu sehen. Aber so selber, ich weiß nicht, also. Weil ich habe so immer das Gefühl, wenn man das dann so beruflich macht, dann vielleicht, dass man sich da so zu sehr unter Druck setzt, auch bei den Spielen, dann dass man gar nicht so richtig so die Leidenschaft mehr so da reinsetzt. Aber ich weiß nicht, ich kann mich auch irren, keine Ahnung. Ne? So, holst du Resident Evil 7, Sascha? Hier oben, ich weiß nicht, hier kann man es nur in der Ecke erkennen. Da oben steht die Collectors Edition. Ich habe das Spiel schon hier. Darf es erst ab Dienstag streamen. Ich habe heute leider keinen von Capcom erreicht. Ich habe heute Morgen versucht anzurufen, aber da war keiner mehr vor Ort. Sonst hätte ich mal nachgefragt, ob ich schon erst streamen darf, aber leider. Ich habe zwei Telefonnummern ausprobiert, aber da ging nur der Anrufbeantworter dran. Die haben wahrscheinlich Wochenende gehabt. Sonst hätte ich heute wirklich im 300 Folgen Stream heute hier Bonus Resident Evil 7. Da glaubt doch wohl mal dran. Ne? So, Horrorfilme, naja, aber Horrorgame, das ist der Horror. Das stimmt. Weil du bist da viel intensiver drin. Du musst selber was tun. Was Kopfhörer auf, dann bist du noch 3D-Sound. Ne? Jetzt noch mit VR-Brille noch, ne? Dir liegt eben die Unterhaltung der Leute am Herzen nicht. Was, dir liegt? Was? Dir liegt eben die Unterhaltung der Leute am Herzen nicht? Ja, genau. Nicht das Geld, genau. Das war. Man mag es gar nicht glauben, ihr mag es gar nicht glauben, aber ich habe früher. Illegal? Früher habe ich schon, ja. Habe ich Internetradio betrieben. Man mag es gar nicht glauben, ja. Ich habe Internetradio betrieben, illegal. Man konnte, ich weiß nicht, ob es heute noch geht, habe ich ins Internet gestreamt, meine eigene Musik. Mit Moderation. Habe ich mein eigenes Internetradio gemacht. Habe ich mit einem Kumpel zusammen gemacht, so mit Internetseite und so, war total illegal, weil wegen GEMA und so und tralala. Aber es gab so ein Streaming-Programm, da konntest du ins Internet streamen, deine Dings. Und wir hatten regelmäßig auch gut besuchte Zuschauer. Und dann haben wir so Moderationen gemacht, haben so News rausgesucht aus dem Internet und haben dann so Nachrichten vorgelesen, auch so dann zwischendurch so ein bisschen moderiert, so ein bisschen gequatscht und alles. Das war damals mit dem Programm, wie hieß es noch? Sam Broadcaster hieß dieses Programm. Kann ich mir noch ganz genau dran entsinnen. Ich habe sogar noch ein paar Radioaufnahmen von mir hier auf dem Rechner, auf der Festplatte. Die wird aber, glaube ich, keiner im Leben jemals hören. Die werde ich in meine Privatarchive überlassen. Und da hat mir das schon gefallen, immer die Leute zu unterhalten und so ein Späßchen zu machen und alles. Und vielleicht mag es auch daran liegen, dass ich so gerne Leute unterhalte, dass es vielleicht von da kommt. Dass ich halt vielleicht, wie ich damals angefangen habe, hier Outlast zu streamen, dass ich halt vielleicht wieder was Neues gesucht habe. Um halt so ein bisschen so mein Hobby quasi so wieder nach außen zu treten. Oder beziehungsweise so meine Sache, so dieses Unterhalten wieder nach außen zu treten. Dass ich vielleicht das gesucht habe und das hiermit gefunden habe. Kann natürlich sein. Ne?
Ja, nee, ist okay, sonst gibt es noch Ärger und das musste nicht sein. Nee, wegen Stream, wie gesagt, da kann ich auch bis Dienstag warten und mitspielen. Ich muss es nur installieren jetzt demnächst. Das werde ich wahrscheinlich vielleicht morgen machen, dass ich morgen das Spiel mal installiere. Sven, du machst mir gerade Mut, wenn du sowas schreibst. Boah, ist das krass in VR, oh Gott. Wenn du das jetzt schon so schreibst und ja. Okay, Flexes PC muss gehackt werden. Nein. Was, jetzt ist mir in der einen Szene das Herz mehr in die Hose gerutscht als ohne VR. Ich werde Dienstag so sterben. Ich werde Dienstag sowas von sterben. Direkt am Anfang schon, Sven? Was habe ich gesagt? Die Sicherung eingesetzt, mehr sage ich. Was danach kommt, weißt du ja. Also bitte nicht spoilern jetzt. Ja, bitte, das wäre ein Traum, wenn ihr jetzt nicht viel verraten würdet. Das wäre schön. Ich glaube, ich hätte heute. Ich glaube, ich hätte heute doch zur Apotheke fahren sollen, um mir so eine 30er Packung Baldrian einpacken lassen, oder? Das wäre, glaube ich, das Beste gewesen. Oder vielleicht einen Doktor anrufen für Dienstag. Oh Gott, wenn ihr das schon jetzt sagt, ne? Seht ihr meinen Gesichtsausdruck? Das sagt doch schon alles, oder? VR ist ein Hammer-Erlebnis damit. Hast du die Kerze noch mit angehabt oder ohne? Würde mich mal interessieren. Was? Moment, da muss ich jetzt mal eben kurz lesen. Warte mal eben. Was? Tittennudel-Steffi? Hallo, willkommen! Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Willkommen zur Let's Play Live-Show. Du warst so schnell weg gewesen. Ich hoffe, ich habe den Namen richtig ausgesprochen. Tittennudel-Steffi, ist das richtig? So. Was mit Dienstag? Was war da? Ich freue mich riesig auf den Stream am Dienstag. Oh Gott. Ich würde ja gerne heute schon streamen, aber ich darf nicht. Ich darf nicht. Es tut mir leid. Ich habe das ja schon alles hier. Aber ich darf nicht. Allein wie groß? Was? Hä, also fängt man so an wie eine Demo? Also bitte jetzt nicht spoilern hier im Chat. Also bitte jetzt nicht ausfragen und spoilern, bitte. Das wäre ein Traum. Ohne Kerze. Die bringt. Was? Allein wie groß das Anwesen scheint, wenn man davor steht. Fragen wir wie eine Demo. Ohne Kerze bringt dabei mir nichts. Nein, fängt nicht so an wie eine Demo. Im Game Sound ein bisschen lauter. Kleiner Ticken leiser. Hi, ja, genau. Achso, hallo. Okay, da habe ich den Namen richtig ausgesprochen. So. Tittennudel-Steffi. Ich kenne Stiefel-Steffi, aber den Tittennudel-Steffi? Ist auch voll der geile Name. Wie kommt man auf so tolle Namen, frage ich mich mal. So, hallo. Und willkommen zur Let's Play Live-Show zur Jubiläumsfolge im Übrigen. Folge 300. So, wo kommt denn unser. Das, wo ist denn das Merkel? Da ist Merkel, ist on Tour, ne? Da, on Tour. Es kommt zu uns, sehr schön. Oh Gott, ich habe jetzt schon die Befürchtung, dass ich Dienstag sterben werde. Ich brauche definitiv eine Packung Valrian. Oh mein Gott! So, freue dich wirklich auf Dienstag. Ja, ich freue mich. Achso, bevor die großen Aufschreie kommen, die auf meiner Freundesliste sind, ne? Wenn ich das Spiel jetzt morgen installiere, weil ich muss es ja installieren für Dienstag. Oder vielleicht Montag. Nicht, dass wieder irgendeiner aufschreit und sagt, ey, du hast es schon gespielt. Es stand in meiner Liste. Flexi hat zum ersten Mal gespielt Resident Evil 7. Wisst ihr, woran das liegt? Weil wenn man das Spiel installiert, kommt das auch. Ist mir aufgefallen. Also ich werde das Spiel nicht anrühren. Genau wie damals Outlast oder Daylight. Oh, Daylight, oh Gott. Ich habe gleich keine Batterie mehr.
Warum steht das da nicht? Ja, geht schon. Nice. Herzlichen Glühstrumpf zu 300. Boah, vielen lieben Dank. Boah, ich kann es immer noch nicht fassen, dass wir 300 Folgen gestreamt schon haben. Unglaublich, unfassbar. Spoiler nimmt die Spannung. Also bitte nicht spoilern hier. Spielst du auf dem PC oder auf der Konsole? Ich spiele gerade auf der Konsole. Ich spiele eigentlich immer auf der Konsole. Ich spiele zwischendurch auch auf dem PC. Aber so die Let's Play Live Show ist so auf der Konsole entstanden bei Outlast damals. Am 7.2.2014. Und ja. Aber ich spiele auch im PC. So. Installation war, glaube ich, eine halbe Stunde. Ja, das ist super. PS4 oder Xbox One? PS4. Hallo? Boah, ich muss unbedingt mal wieder Dead by Daylight spielen. Da habe ich mal wieder Lust drauf. Auf dem PC. Und vielleicht mal wieder eine Runde Planet Coaster. Habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Vielleicht mal im Stream oder so, mal so ab und an. Ja, nice. Hab das nur angezockt. Ist für mich selber nichts zum Zocken. Da bleibe ich bei Rainbow Six. Bei Rainbow Six. Okay. Was meinst du jetzt Outlast oder meinst du jetzt, was meinst du jetzt mit Rainbow Six und das ist nichts für dich? Meinst du Outlast? Achso, ja, Rainbow Six. Boah, Siege hatte ich gehabt, habe ich aber abgegeben. Weil ich hatte keinen zum Spielen. Rainbow Six Siege. Also ich habe jetzt noch Division, habe ich mir jetzt geholt. Bin jetzt froh, dass ich da jetzt ein bisschen gelevelt habe, weil ich habe es mir jetzt zugelegt, weil es günstiger war. Ich habe ja eh gesagt, dass ich ihn holen werde. So. Gute Nacht at all. Bin Dienstag dann am Start. Ja, sehr schön. Eine halbe Stunde noch viele andere Dinge nebenbei gemacht hatte. Was? Ach so. Was? Rainbow Six habe ich auch. Verstaut. Keine Leute dafür. Ja, habe ich auch, wie gesagt. Deswegen habe ich es damals abgegeben. Also ich habe es nicht zum Release gekauft, aber später, aber ja, ich hatte keine Leute, die mit mir gespielt haben. Ja, oh, das ist nix für mich. Bleib bei Rainbow 5, was? Und Titanfall. Division habe ich nur auf der One. Aber bin meist auf der PS4 on. Achso, okay. Flexi, hab's auch gehabt. Ja. Was? Rainbow Six, jetzt mal was gesagt? Ja. Hallo? Titanfall habe ich gar nicht gespielt, keine Ahnung. Bin da sowieso nicht so mittlerweile der große Shooter-Fan. Also ich meine, ich spiele gerne Shooter hier, so Battlefield finde ich ganz geil, in den ersten. Jetzt so Battlefield 1. Oder Call of Duty mag ich den Zombie-Modus von Black Ops. Bin ich ein großer Freund von der Treyarch-Serie. Ich habe Black Ops alle Teile gespielt, also aber meistens mehr den Zombie-Modus wie alles andere, weil da bin ich ein großer Fan von. Ja, Battlefield 1 spiele ich halt ab und an mal nebenbei. Ja, The Crew, weil ich bin ein großer Rennspiel-Fan und Horrorspiele natürlich. Aber auch so andere Sachen. Ich spiele also so quasi querbeet, aber so Fantasy-Sachen sind so gar nicht so meine Sachen oder gar nicht mein Ding. Aber Final Fantasy, das neue, hat es mir echt angetan. Und da muss ich auch noch weiterspielen. Ich weiß gar nicht, was ich da alles spielen soll. Watch Dogs habe ich auch noch hier. Habe ich nur mal kurz angespielt. Ich weiß gar nicht, wann ich das alles spielen soll. Es ist fürchterlich. Danke, liebe Publisher. Vielen lieben Dank, liebe Publisher, dass fast jede 2 Wochen oder jede Woche neue Spiele rauskommen. Vielen lieben Dank. Früher gab es sowas nicht. So. Hat einen Clan bei Rainbow Six und Titanfall. Ah, cool. Boah, Clan habe ich früher auch. Wir haben früher auch einen Clan gehabt bei Day of Defeat haben wir gespielt. Day of Defeat Source am PC. Boah, das war noch Zeiten, ne, wo Server mieten musstest und so. Na, Mann, 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 Mann. Ja, aber auch Battlefield 1. FIFA. Until Dawn. Und so spielst du Outlast das erste Mal jetzt? Nein.
Nein, nein, du willst gar nicht wissen, wie oft ich Outlast schon gespielt habe. Das willst du gar nicht wissen. Das willst du gar nicht wissen. Ich glaube, wenn hier irgendwelche Leute, die hier schon länger dabei sind im Stream, sagen, wie oft ich schon Outlast gespielt habe, die werden sagen, hör mal, der ist voll fertig, der Kerl. Der hat so oft Outlast gespielt, der könnte sein Leben danach schreiben. So. Final Fantasy 15 ruht bei mir. Ja, bei mir auch, weil ich weiß momentan echt nicht, wann ich alles spielen soll. Na. FIFA habe ich auch, aber ich habe das neue FIFA nicht. Aber ich spiele nur nebenbei so ein bisschen FIFA, so wenn ich mal Lust und Laune habe, so ein bisschen Bundesliga. Weil ich bin nicht so der große Fußballfanatiker. Ich mag halt so, ja, Schalke oder so. Bundesliga halt so. Das ist so, ja, mein Ding. Was merkt man an deiner Reaktion? Was merkt man an meiner Reaktion, dass ich das Spiel nicht zum ersten Mal spiele? Ja. Bei Live von der PlayStation stehst du an dritter Stelle. Was? Kann gar nicht sein. Das kann gar nicht sein. Ich bin immer so bescheiden. Also wer gerade neu zugeschaltet hat, hallo und willkommen zu Let's Play Live Show. Ich bin in der Jubiläumsfolge immer noch vom 12-Stunden-Stream. Folge 300. Hab's noch da. Also, wer zocken will, meldet sich bei mir. Hier ist ein Taktlos 1987. Sorry, Flexi, wenn Werbung. Um gemeinsam zu spielen ist nicht so schlimm, Werbung. Das ist jetzt, das, mein Gott, da schaue ich drüber weg. Oh, meine Freunde sind wieder da. Jugendheit! Sagt er gleich wieder. Nee, wie gesagt, so Werbung, so zusammenspielen ist doch nicht schlimm. Nur solange jetzt keine YouTube-Werbung gemacht wird oder Twitch-Werbung oder so, also das, da bin ich ein bisschen pingelig. Da bin ich ein bisschen pingelig. Ja, da bin ich ja. Was genau? Ganz am Anfang habe ich einen Herzinfarkt bekommen. Bei dem Alten im Rollstuhl. Oh Gott. Ja, wer nicht? Und dies Jahr im Herbst gehen wir in die zweite Runde bei Outlast. You slippery little whore. You can't hide! Achtung! Sag ich doch. Was ich mich ja frage immer noch und worauf ich ja immer noch sehr gespannt bin bei Outlast 2, ich meine, die Demo habe ich ja gespielt, die war schon echt creepy. Wird es bei Outlast 2 auch wieder einen Wahnsinnsmodus geben? Es wäre so cool, es wäre so cool. FIFA macht Spaß, wenn man sich was privat trifft und zusammen zockt. So einzeln hält es sich in Grenzen. Yeah, chase you, buddy. Ja, FIFA, wie gesagt, also so für mich privat, so ein bisschen so mal ein Bundesliga-Spiel zu spielen, ist ganz cool. Ich bin, wie gesagt, bin nicht so der große Fußballfan, ne? Ja, Outlast 2, dies Jahr im Herbst. Ich freue mich, was Red Barrels da so raushaut. Stößchen. Sollst du jetzt spoilern, Flexi? Was denn? Im Übrigen, wir sind wieder beim Doktor, ne? Nur mal so zur Info. Hat nur mal eben eine halbe Stunde länger gedauert. Wir waren ja schon mal beim Doktor. Ja. Jetzt würde ich aber gerne mal wissen von Titten Nudelsteffi. Würde ich gerne mal wissen, wie kommst du auf diesen tollen Namen? Magst du Nudeln? Ich meine, Nudeln sind voll geil. Boah, morgen gibt's Nudelauflauf. Ich habe schon ausgemacht, wo der Typ am Anfang im Raum hang. Run free! Der Typ ist so fertig. Na, der Text. Nose to the grind. Like that. Okay, they're right this way. Yes. Oh, schicker Arsch. Ah, ja, ich liebe Schicknudeln. Auflauf. Wann darf ich vorbeikommen? So. Boah, voll geil. Boah, Nudelauflauf ist das Beste, was es gibt. Mit Käse überbacken. Boah, mega. Und dazu noch so eine schöne Soße Hollandaise irgendwie so mit da drin. Oder irgendwie so eine Soße. Oh. Schon wieder Essensthema. Ich weiß, es ist schlimm. Bei uns ist eben entweder das Essensthema. Zocken. Oh, fürchterlich. Ich habe doch FIFA 2007 hier für die PS2.
Du wirst nicht glauben, Zeus. Mein letztes, bevor ich mit FIFA jetzt angefangen habe, ich habe mein letztes FIFA, wie ich meine PlayStation 4 gekauft habe, habe ich gesagt, ich kaufe mir FIFA 14. Weißt du was? Einfach mal so, um zu auszuprobieren. Weil viele ja immer sagen, ja, boah, ist voll geil und tralala. Mein letztes FIFA davor war FIFA 2000 gewesen. Auf dem PC. Und ich war so begeistert, wie ich FIFA 14 hatte. Mir hat das so viel Spaß gemacht, wo ich nie mit gerechnet hätte. Ne? Heute gibt's Lasagne. Boah, geil. Was? Wann darf ich vorbeikommen? Morgen, um genau zu sein. Mann, wo? Die Flur. Auflauf esse ich so wenig, aber immer gerne. Ja, ja, nicht halt jeden Tag, aber ist halt sehr, sehr lecker. Sehr, sehr lecker. Gestern habe ich Selfmade-Pizza. Boah, Selfmade-Pizza ist auch mega. Tim Nudel, Steffi. Oh, vielen lieben Dank. Oh, mein Herzchen. Vielen lieben Dank für den Follower. Boah, voll geil. Dankeschön. Das ist ganz lieb. Dan, that's what I'm here for. And that's what I'm here for. Make you believe. Make you. Oh, nee, Stuttgart bitte. You paying attention? Don't pass that on me. There's still a lot for you to absorb. Meine Freunde. Was höhlen in Stuttgart wieder? Ah, ich glaube, ich weiß, wer du bist. Ja, 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 ja.